Den Kollegen Dr. Klaus-Peter Schulze von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Alle Wölfe in Norddeutschland sind wie ich Lausitzer. Wie kam es dazu? Im Jahre 1999 siedelte sich das erste fortpflanzungsfähige Paar in der Muskauer Heide, etwa 20 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, an. Und dann erfolgte im Jahr 2000 die erste erfolgreiche Reproduktion. Die hat sich festgesetzt, fortgesetzt, und in den ersten 10 Jahren wuchs die Population in Deutschland um etwa 7 Rudel. Seit 2010 bis 2017 sind aus 7 Rudel 60 geworden. Und das ist jetzt ein Punkt, an dem man dieses Thema intensiver behandeln muss. Deshalb hatten wir im Umweltausschuss und im Landwirtschaftsausschuss in der letzten Legislaturperiode das schon mal behandelt. Und ich glaube, die 4 Anträge, die heute hier in unterschiedlicher Qualität eingebracht wurden, müssen wir zur Grundlage nehmen, im Umweltausschuss zeitnah unter Anhörung von Experten dieses Thema weiter zu verfolgen. Im vergangenen Jahr ist, wie der Kollege Busen das schon dargestellt hat, mehr als 1000 Nutztiere gerissen worden. In den Anträgen der Linken und der Grünen wird auf mehr Herdenschutz, sprich mehr Zäune, abgestellt. Das heißt, ich durchtrenne Lebensräume, wenn ich wolfsichere Zäune in Größenordnung in den Weidegebieten anlege. Auf der anderen Seite nehmen wir viele Millionen in der Hand, wenn wir eine neue Autobahn bauen und bauen Grünbrücken, damit wir Lebensräume miteinander verbinden. Und hier werden wir dann in der freien Landschaft durch große Einzäunungsmaßnahmen diese zerschneiden. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Darüber sollten wir intensiv sprechen. Es ist nicht nur die Zerschneidung der Lebensräume dadurch, sondern es ist eine Frage der wirtschaftlichen Betrachtung. Das Landesamt für Landwirtschaft im Freistaat Bayern hat errechnet, dass in Bayern allein 57.000 Kilometer wolfsichere Einzäunungen erforderlich sind, und das mit einem Kostenumfang von mehr als 300 Millionen Euro, ohne die Folgekosten zu berücksichtigen. Ich glaube, meine Damen und Herren, das können wir in dieser Form nicht umsetzen. Und wer heute früh um 6.10 Uhr im Morgenmagazin sehen konnte, dass es jetzt zunehmend eine größere Anzahl von Weidetierhaltern gibt, die ihre Kälbchen und aber auch also Rinder im Stall unterbringen und nicht mehr auf der Weide, da haben wir das nächste Problem. Jeder Dunghaufen, Volksmund auch Kuhflan bezeichnet, ist ein wichtiger Lebensraum. Und wir haben gerade vor einigen Monaten das Thema Rückgang der Insekten besprochen. Und wenn ich die Weidetierhaltung weiter einschreite, dann muss ich mich damit nicht wundern, wenn wir auf der Strecke weitere Probleme kriegen. Deshalb sollten wir neben dem Herdenschutz weitere Maßnahmen ergreifen. Ich denke daran, dass die Weidetierhalter mit Herdenschutzhunden ausstaffiert werden sollten, wobei die Kosten, die bis zu 1.000 Euro pro Hund und Jahr betragen, zum Teil übernommen werden. Und Staatssekretär Flachsbart hat am 19.06.2017 gesagt, in Gegenden, wo man eben nicht einzäunen kann, zum Beispiel an den Deichen in Norddeutschland, insbesondere an der Nordsee, aber auch in Gebirgsgebieten, dann müssen wir uns einfach damit abfinden und es umsetzen, dass nicht Einzeltiere entnommen werden, sondern ganze Rudel. Aber für mich ganz wichtig ist es, dass wir die Frage des der Populationsentwicklung und des Populationsstatus betrachten. Für große Säugetiere wird ein günstiger Haltungszustand vorgegeben, der liegt bei 1000 geschlechtsreifen Tieren in einer für sich abgeschlossenen, genetisch abgeschlossenen Population. Und an dieser Stelle müssen wir meiner Meinung nach ansetzen und das durch wissenschaftliche Untersuchungen belegen, damit wir dann die FFH-Richtlinie der Europäischen Union entsprechend anwenden können. Und für mich steht hier auch die Frage, betrachte ich die deutschen und die westpolnischen Wölfe, die alle den gleichen Ursprung haben, nämlich das Rudel in der Muskauer Heide,
die von einigen Balkonbiologen aus den Ballungsräumen als zwei selbstständige Populationen betrachtet werden, dass ich dort ansetze und sage, es kann nicht sein, dass wir jetzt auch noch nationalen Grenzen denken, denn das würde bedeuten, dass in Deutschland, wenn ich das als eigene Population betrachte, wir insgesamt 500 Rudel haben müssen. Wenn ich 6 Tiere pro Rudel ansetze, sind das 3000. Und ich glaube, das verträgt unsere Landschaft nicht. Deshalb stellen wir folgende Forderungen auf. Erstens, der Status der Population muss geklärt werden durch genetische Untersuchungen. Natürlich nicht nur die vorliegenden von den Wölfen aus unserer Region, sondern ich muss das vergleichen zum Beispiel mit der baltischen Population. In dem Zusammenhang kann ich gleich klären, die Diskussion, die immer wieder geführt wird, dass ja die Wölfe nur Nachkommen von den ehemaligen Wachhunden der sowjetischen Truppen sind, die hier in Deutschland rumlaufen. Diesen Punkt könnte ich damit abräumen. Zweitens müssen wir die Zahl der besenderten Tiere deutlich erhöhen, um die Migrationswege zu berücksichtigen. Drittens, ich habe die Theorie nicht aufgestellt, Frau Dr. Tackmann, die kam von anderen. Drittens müssen wir die Entschädigungsverfahren entbürokratisieren und, wie schon angesprochen, das Thema finanzielle Unterstützung bei Herdenschutzhunden mit aufnehmen. Viertens, und das ist aus meiner Sicht ein neuer Aspekt, den wir in der Vergangenheit noch gar nicht diskutiert haben. Sie wissen, dass die afrikanische Schweinepest vor der Tür steht, also in Polen bereits angekommen ist und in Tschechien. Und wir wissen auch, dass derzeitig etwa 18% der Beutetiere Wildschweine sind. Das sind relativ wenig, wenn man es insgesamt sieht. Warum sind es 18%? Weil Wildschweine sehr wehrhaft sind und die Wölfe dort eher nicht rangehen. Aber wenn man sich das Krankheitsbild eines Tieres anschaut, dann wird es also in den Bewegungen stark eingeschränkt. Die Wehrhaftigkeit nimmt ab und damit ist zu erwarten, dass die Wildschweine in der Zukunft den größeren Beuteanteil hergeben werden. Und damit kann ich nicht ausschließen, dass Erreger von den Wölfen aufgenommen werden. Und wir wissen an besenderten Tieren, dass sie lange Strecken zurücklegen. Also Kollege Schipanski sprach mich an zu seinem Wolfsrudel. Ich kann sagen, der kommt vom Spremmeyer Rudel. Der Spremmeyer Rudel hat einen hingeschickt, damit er in Thüringen eine Familie bilden kann. Der legt große Strecken zurück. Und auch dieses Thema sollten wir mit betrachten bei einer wissenschaftlichen Untersuchung. Und jetzt komme ich zum Schluss. Wir müssen auf europäischer Ebene die Diskussion, die vor einigen Jahren begann, die Betrachtung bei der FFH-Richtlinie auch die besonderen Bedingungen in den Ländern berücksichtigen. Während die Population der Wölfe in Schweden und Norwegen in einem Gebiet ist, wo ich 18 Einwohner pro Quadratkilometer habe, ist die polnisch-deutsche Population in einem Gebiet mit 130 Einwohner pro Quadratkilometer. Und solche Dinge sind künftig bei den Untersuchungen zu berücksichtigen. Danke. Nächster Redner ist für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin.